Hallo ihr Lieben, ich bin hier im Bad, deswegen sieht es so hässlich aus hinter mir und auch das Licht ist nicht so gut. Aber ich habe auf Instagram was zu der Curly Girl Method erzählt, die ich jetzt versuche auszuführen. Und einige haben erzählt, dass sie keine Ahnung haben, was das ist. Und einige wollten ein Video dazu, deswegen dachte ich, mache ich das jetzt mal. Ich drehe euch jetzt mal um, damit ich euch besser meine Haare zeigen kann. Riecht auch auf einmal besser. Ist es fettig, deswegen wasche ich sie heute ja auch. Aber so sehen meine Haare ungefähr täglich aus. Vor allem, wenn ich sie gekämmt habe. Sehr frizzy. Und ich wusste lange nicht, was ich damit machen soll und wieso sie so sind. Aber jetzt glaube ich, das Problem gefunden zu haben. Und ich versuche es auf jeden Fall. Es soll auf jeden Fall nicht mehr so aussehen, weil man sie auch einfach nicht mehr kämmen soll. Aber man muss sie auch auf eine besondere Art und Weise waschen. Und vor allem zu versuchen, nicht seine Locken kaputt zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es euch zeigen kann. Ich habe teilweise wirklich ganz hübsche Locken. Aber durch das Kämmen gehen die halt immer kaputt. Und ja, seht ihr? So ungefähr. Vielleicht seht ihr das so ungefähr. Sehen meine Haare eigentlich ursprünglich aus, wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber ja, ich mache sie halt immer kaputt, was blöd ist. Was ich auf jeden Fall jetzt tun werde, ist erstmal natürlich meine Haare waschen. Ich muss ein letztes Mal mit Sulfaten waschen, um die Silikone rauszuwaschen, die ich eventuell noch irgendwo drin habe. Aber danach nie wieder mit Sulfaten Haare waschen, weil sie die austrocknen. Das merke ich auch. Meine Spitzen sind total trocken und ich schneide sie mir eigentlich regelmäßig zweimal im Jahr ungefähr, die Spitzen. Aber trotzdem sind sie nach kurzer Zeit total wieder trocken. Das liegt wahrscheinlich an den Silikonen, habe ich jetzt rausgefunden, die sich halt um das Haar legen und verhindern, dass Feuchtigkeit von oben in die Spitzen kommt. Deswegen keine Silikone, keine Sulfate. Heute das letzte Mal mit Sulfat, um die Silikone rauszubekommen. Und dann werde ich gut Spülung reintun und meine Locken halt so nach oben scrunchen. So nennt man das. Und dann Gel. Ich hätte nie, wäre nie auf die Idee gekommen, Gel in mein Haar zu tun. Aber im letzten Zustand Gel rein. Und dann nur mit einem T-Shirt oder Mikrofaserhandtuch. Kein normales Handtuch, das macht halt eben auch Frizz. Abtrocknen ein bisschen, auch so in dieser Scrunch-Bewegung. Und dann trocknen lassen und dann soll das Gel so ein bisschen so einen Mantel um meine Haare bilden. Und dann kann ich das einfach abschütteln und dann soll es die Locken hoffentlich in seiner Form behalten. Wird natürlich jetzt beim ersten Mal nicht sofort klappen. Es wird vielleicht sogar noch schlimmer aussehen, habe ich gehört. Man braucht halt eine gewisse Zeit, bis das Haar sich wieder daran gewöhnt hat, wieder seine lockige Form anzunehmen und nicht mehr Struwwelpeter zu sein. Deswegen mal gucken, wie es nachher aussieht. Dann erzähle ich euch vielleicht auch mehr, was ich gemacht habe und wie das funktioniert in besserem Licht. Ich dusche jetzt einfach mal. Hallo ihr Lieben. Ich bin gerade frisch aus der Dusche raus und ich glaube, man sieht ganz gut, wie meine Haare eigentlich in Natur aussehen. Also ganz ehrlich, damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber die sind ja jetzt noch nass und voller Gel und alles. Ich muss erstmal warten, bis sie trocknen. Mal gucken, wie sie dann aussehen. Aber so habe ich meine Haare noch nie gesehen, ganz ehrlich, noch nie. Ich bin gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Bleibt dran. Meine Haare sind jetzt trocken und das Gel hat so eine Art Schutzschicht um die Locke gemacht. Das muss ich jetzt natürlich noch abmachen. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich muss jetzt eigentlich direkt zur Arbeit. Ich muss also von unten wieder so machen und diese Gelkruste brechen. Ich mache das jetzt mal gleich und zeige euch, wie das am Ende aussieht. Bin fertig, habe auch nicht viel Zeit jetzt, muss ich sagen. Ich muss nämlich sofort los, aber so ungefähr sieht das jetzt aus. Auf jeden Fall ganz anders als vorher. Man sieht, einige Strähnen wollen noch nicht so richtig. Vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht, aber die meisten sehen sehr, sehr lockig aus. Arbeit. Schreibt mir gerne Kommentare und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute!